Das Gerücht des Tages ist wirklich eine ganz heiße Angelegenheit, denn laut Kicker soll André Schürrle ein Leihangebot des 1. FC Köln haben. Er hat es ja momentan nicht so leicht beim BVB. Nach einer längeren Verletzung kam er im Pokal gegen Magdeburg zwar zu seinem Comeback, aber ein Stammplatz in den nächsten Monaten ist ihm natürlich nicht sicher. Und mit Hinblick auf die WM 2018 könnte ein Wechsel im Januar ihm vielleicht ja sogar auch helfen. Es wäre auf jeden Fall ein ganz schönes Kaliber für den FC. Das zeigen die Zahlen zu André Schürrle. Denn sein Marktwert liegt momentan bei 20 Millionen Euro. 26 Jahre ist er alt und ganz interessant, er kostete bei allen Transfers zusammen fast 100 Millionen Euro. Einen Auslandsaufenthalt hat er in seinem Lebenslauf stehen, nämlich den beim FC Chelsea. Ja, und die Wechselwahrscheinlichkeit laut euch Usern liegt bei 19%. Apropos, ihr diskutiert das ziemlich heiß im Forum, aber seid irgendwie nicht so richtig begeistert von diesem Gerücht. Wir wollen mal zitieren. Benton hat sich zum Beispiel eingeschaltet und sagt, ja, wir haben Probleme auf den Außen, aber die wird er nicht lösen. Wir brauchen Kämpfer und nicht so eine Diva, die genauso oft verletzt ist wie Risse. Und auch Shunsuke Nakamura haut in die gleiche Kerbe. Will Köln unbedingt absteigen? Da würde ich mich nach einem anderen, konstanteren Spieler umschauen. Denke nicht, dass Schürrle das ist. Aber wir haben auch einen Fürsprecher gefunden, nämlich Gorki25. Er sagt, so eine halbjährige Leihe wäre meines Erachtens für beide Seiten höchst sinnvoll. Köln hätte genau den torgefälligen Flügelspieler, der fehlt. Schürrle könnte wieder Fuß fassen. Köln ist zwar derzeit Letzter, aber in dieser Mannschaft stimmt es ansonsten schon. Dazu dürfte die Spielanlage Schürrle entgegenkommen.